Ein Thoraxtrauma ist eine unfallbedingte Verletzung des Brustkorbs oder der Brustkorborgane. Das kann der knöcherne Thorax sein, also die Rippen und das Brustbein. Das kann aber auch die Lunge selber betreffen, das Herz, den Herzbeutel, die großen Gefäße, die dort verlaufen, oder das Zwerchfell. Beim Thoraxtrauma kann es einerseits zu schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Blutungen kommen. Andererseits kann auch die Lunge einreißen oder einbluten oder eben auch das Zwerchfell, der Muskel, der den Brustkorb vom Bauchraum trennt, kann dabei einreißen. Man kann in der Notfallsituation natürlich eine Drainage legen, um die Lunge wieder zur Ausdehnung zu bringen und die Atemwege quasi so wieder sicherzustellen. Aber in der Regel werden diese Patienten operiert, notfallmäßig auch. Man kann dann zum Beispiel eine Lunge teilentfernen oder nähen. Man kann Blutungen stillen. Man kann den Herzbeutel entlasten, wenn es dort zu Blutungen kommt. Oder man kann zum Beispiel auch Rippenbrüche mit Metall oder Nähten schienen.